Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend gute flächendeckende Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Hessen, Drucksache 19/6167. Der Antrag wird aufgerufen mit Top 61, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Krankenhaus Bad Schwalbach erhalten, Drucksache 19/6192. Ebenfalls aufgerufen wird dazu der Top 63, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU. Halt, einen Moment. Ich muss Sie erst in Kenntnis setzen, dass noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Gesundheitsversorgung in Hessen. Bedarfsgerechte und gute medizinische Versorgung wird auch weiterhin gewährleistet, Drucksache 19/6197. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe, das ist der Fall. Dann wird dieser Top 63 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 45 und 61 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Situation der Krankenhauslandschaft im Rheingau-Taunus-Kreis, Drucksache 19/6200. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe das auch hier der Fall. Dann wird dieser Top 64 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 45, 61 und 63 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Dann rufe ich auch gleich auf den Tagesordnungspunkt 63, den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/6197. Dazu werde ich noch aufrufen den Top 64, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Situation der Krankenhauslandschaft im Rheingau-Taunus-Kreis, Drucksache 19/6200. So, als erste Rednerin hat Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin Schott, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Sie haben das Wort. Danke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie wichtig der Landesregierung das Thema gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum ist, sieht man daran, dass sie heute einen Antrag einbringt, jetzt in der Mittagspause, also sozusagen mit Beginn der Debatte. Kein Mensch kann den mehr durchlesen, ernsthaft darüber nachdenken oder ihn hier sinnhaft zu beraten. Es ist natürlich legitim, Anträge einzubringen im Laufe der Plenarwoche, aber dass das hier heute Setzpunkt sein würde, das wissen Sie seit voriger Woche, und dass der ländliche Raum ein wichtiges Thema ist, haben Sie selber seit Wochen festgestellt und erklären das ja scheibchenweise zu jedem Thema jeden Tag. Wenn es Ihnen also wichtig gewesen wäre, hätten Sie von sich aus etwas eingebracht zum Thema Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Ich habe das nur überfliegen können, allein das finde ich schon ziemlich traurig. Aber ich stelle fest, dass Sie da auch einen Haufen merkwürdiges Zeug aufgeschrieben haben. Natürlich betreibt der Landtag und das Land keine Klinik im Rheingau-Taunus-Kreis. Darum geht es doch auch gar nicht. Die Frage ist doch aber, was hat die Landesregierung für eine grundsätzliche Haltung zum Thema gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum und auch zum Erhalt von Kliniken? Da hat man die Möglichkeit, mehr als Duftmarken zu setzen, nämlich ganz entschieden in die Debatte auch einzugreifen, Kommunen und Kreise zu unterstützen und zu unterstützen, ein Krankenhaus zu retten oder es eben zu lassen. Der Gesundheitsminister erklärt bei jeder Gelegenheit, ob es passt oder nicht, was für ein Unsinn es war, in Groß-Gerau ein Krankenhaus zu erhalten. Und mit den Menschen, die gute Ideen in Lindenfels hatten, hat er nicht einmal gesprochen. Das setzt eine Richtung fest. Und das ist genau das, was wir hier auch anprangern. Denn die Meldungen reißen doch in den letzten Tagen nicht ab. In der Horst-Schmidt-Klinik wurden 80 Patientinnen innerhalb von 24 Stunden mit dem Rettungswagen eingeliefert. Ein Patient wurde im Rettungswagen von Rüsselsheim in knapp 150 km entfernte Fulda gebracht. Keine nähere Klinik konnte ihn aufnehmen. Im Klinikum Fulda werden inzwischen wegen der vielen Notfälle geplante Operationen verschoben. Auch in Frankfurt mit einer relativ hohen Dichte an Krankenhäusern sind die Leitstellen für den Rettungsdienst überlastet. Nach Auskunft der Frankfurter Berufsfeuerwehr, die den Einsatz der 56 Rettungsfahrzeuge in der Stadt koordiniert, müssen derzeit täglich zwischen 450 und 500 Fälle statt üblicherweise 350 bewältigt werden. Aus allen Teilen Hessens werden derzeit Probleme bei der Unterbringung von Notfallpatienten gemeldet.
Ein ärztlicher Leiter eines Rettungsdienstes macht neben der Grippewelle die Krankenhausplanung dafür verantwortlich. Allenthalben werden Betten abgebaut. Ich kann das für die Notfallpatienten nicht nachvollziehen. Er führt weiter aus, ein Patient, den wir zu einem bestimmten Zeitpunkt als stabil einschätzen, kann später nicht mehr stabil sein. Längere Verlegungsfahrten haben natürlich Risiken. Ich hoffe, dass deswegen niemand stirbt. Und wir müssen das ernst nehmen. Die Grippewellen kommen nun einmal jedes Jahr. Und es ist ja nicht so, dass sie kommen und gehen, sondern in der Zwischenzeit haben wir 126 Tote bundesweit in dieser Grippewelle. Das ist doch ein ernstzunehmendes Problem. Jetzt ist die sicher hartnäckig und weit verbreitete Grippe dran schuld. Ja, aber die Situation mit dem Abbau der Notfallbetten in der Horst-Schmidt-Klinik vor 2 Jahren, den haben wir doch alle noch in Erinnerung. Trotzdem hat die Hessische Landesregierung mit dem Krankenhausstrukturfonds jetzt nichts Besseres zu tun, als den Trägern Abfangprämien zu zahlen, wenn sie ganze Stationen oder Kliniken schließen. Und damit wird auch die Helios gestärkt, die Klinik in Schwalbach zu schließen, anstatt genau das Gegenteil zu tun. Die Patientinnen und Patienten sollen dann nach Idstein, Rüdesheim oder in die ohnehin überlasteten Kliniken nach Wiesbaden. Sind Sie wirklich der Meinung, dass die Klinik in Bad Schwalbach für die Versorgung verzichtbar ist? Der Minister hat ziemlich ungläubiges Staunen im Ausschuss geerntet, als er erklärt hat, dass weder die Topografie noch die Straßen- und Wetterverhältnisse eine Rolle spielen bei der Frage, ob die Klinik notwendig ist oder nicht. Vielleicht hätte man im Internet nachlesen sollen, der Kreis ist in weiten Teilen von den Höhen und Ausläufern des Taunus durchzogen, die ihm insgesamt eine gebirgige Struktur mit überwiegend rauem Klima verleihen. Es ist eben nicht so, dass es immer nur schönes Wetter hat, wo man relativ schnell eine andere Klinik erreichen kann. Da braucht nur einmal irgendwo etwas passieren, höherer Schneefall oder wie jetzt noch im März, und schon bricht da alles zusammen. Man sollte den Strukturfonds, wie es in anderen Bundesländern auch gemacht wird, lieber dafür verwenden, eine Gesundheitsinfrastruktur vor Ort zu gestalten, indem man den Kliniken das Geld für Umstrukturierungen, für die Überwindungen der Sektorengrenzen ambulant und stationär, für die Zusammenarbeit von Kliniken zur Verfügung stellt. Schließlich haben auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Untertaunus für den Erhalt der Klinik gesprochen. Nicht nur, dass Ärzte und Patienten mit der Klinik zufrieden sind. Die Ärzte sehen die Klinik unbedingt erforderlich, um die Grundversorgung im Landkreis zu erhalten. Und ich bin nicht der Meinung, dass man Helios aus der Verantwortung entlassen sollte. Aber daran zeigt sich einmal mehr, wohin die Privatisierung führt. Solange Profite eingefahren werden, gibt es Krankenhäuser. Wenn das nicht mehr funktioniert, werden sie halt zugesperrt. Deshalb gehören Krankenhäuser in die öffentliche Hand. Und die ambulante Versorgung in Hessen hängt auch an allen Ecken und Enden. 13 Mittelbereiche haben bereits jetzt den häuslichen Versorgungsgrad von 100 % unterschritten. Die Versorgungsaufträge werden weniger und die Bevölkerung pro Allgemeinmediziner mehr. Bei einer immer älter werdenden Bevölkerung und einer immer älter werdenden Ärzteschaft ein Konzept, das nicht aufgeht. Fast die Hälfte der hessischen Allgemeinmedizinerinnen ist älter als 58 Jahre. Ich will ja nicht behaupten, dass niemand etwas dagegen tut. Wir haben aber den deutlichen Eindruck, dass diejenigen, die die Verantwortung tragen, und das sind die Kassenärztliche Vereinigung und die Landesregierung, nicht gemeinsam und koordiniert, sondern aneinander vorbei und teilweise sogar gegeneinander arbeiten. Ich frage mich schon, warum die Kassenärztliche Vereinigung nicht dabei ist, wenn die Landesregierung eine Kabinettssitzung zur gesundheitlichen Versorgung vor Ort macht. Ich frage mich auch, warum die KV nicht von dem einvernehmlichen Vorhaben, die Erstellung regionaler Vorsorgeatlanten nach dem Pilotprojekt, dass das aufgegeben werden soll, informiert war. Man braucht nur den aktuellen Doppelhaushalt anschauen und sieht, dass der Versorgungsatlas keine Rolle mehr spielt. Man sieht aber, wo das Geld für die Gesundheitsversorgung hingeht, in die Digitalisierung. Da freut sich sicher einige Anbieter, dass sie Anschubfinanzierung durch das Land von jährlich in der Zwischenzeit fast 6 Millionen € erhalten. Das mag so sein. Das kann auch durchaus Nutzen haben, wenn Ärztinnen und Ärzte mit nichtärztlichen Praxisassistenten vor Ort elektronisch in Kontakt treten. Aber wie sagte ein Patient im mittleren Alter, als er nach seiner Meinung zur Telemedizin gefragt wurde? Das nützt mir nichts. Ein Computer kann mich nicht anfassen und feststellen, was mir fehlt. Wenn es um die gesundheitliche Versorgung geht, sollten wir auch die Geburtshilfe erwähnen.
Hier handelt es sich nicht um Krankheiten, sondern um das Gegenteil, um ein eigentlich tolles Ereignis, einen neuen Menschen auf die Welt zu verhelfen. Leider ist dies für manche Frauen traumatisch, für andere zumindest belastend. Bereits in den ersten Wochen der Schwangerschaft muss Frau sich eine Hebamme suchen. Und selbst das ist keine Garantie, dass sie auch eine findet, die noch Kapazitäten frei hat. Kaum eine Hebamme hat Zeit, eine Frau während der gesamten Geburt ungestört zu betreuen. Die Hälfte der Befragten betreut häufig drei Frauen parallel. Fast zwei Drittel der Hebammen müssen aufgrund von Personalengpässen regelmäßig Vertretungen übernehmen. Sie können Pausen nicht einhalten und leisten immer mehr Überstunden. In der Geburtshilfe wird besonders deutlich, wie wenig die Fallpauschalen funktionieren. Geburtshilfestationen schließen auch in Hessen reihenweise, weil Geburten zu schlecht vergütet sind und man zur schlechten Bezahlung und hohen Arbeitsbelastungen findet man am Ende auch keine Hebammen mehr. Und die freiberuflich Tätigen ersticken in der Haftpflichtversicherung bei den geringen Vergütungssätzen. Wir brauchen keine Gesundheitsversorgung, die die Interessen der Konzerne wie Helios Fresenius bedient. Der Umsatz dieses Konzerns betrug im Jahr 2016 6 Milliarden €. Aussagekräftiger ist die EBIT-Marge. Diese liegt bei 12%, wesentlich höher als bei durchschnittlichen DAX-Konzernen mit 8,8%. Dieses Geld wird mit unseren Versicherungsbeiträgen verdient. Und das ist ja nicht das einzige Unternehmen, das auf Kosten unserer Gesundheit hohe Dividenden an seine Aktionäre ausschütten kann. Und mit diesen Aktien wird dann spekuliert. Dazu gehören die Pharmakonzerne, die es schaffen, 100-mal so teure Medikamente verschreibungspflichtig zu machen als absolut gleichwertige, Medizingerätehersteller, Krankenhaus- und Altenheimkonzerne, die ihre Personalquote drücken, um mehr Profite herauszuholen. Aus dem Verhältnis Arzt-Patient ist eine Geschäftsbeziehung geworden, und das ist nicht im Interesse der Menschen. Was muss sich in Hessen ändern, damit wir eine gute, flächendeckende Gesundheitsversorgung bekommen? Der Hessische Krankenhausrahmenplan ist 2008 erstellt worden. Die Überarbeitung war längst fällig. Wir haben seit Einführung der DRGs in Hessen 30 Krankenhäuser verloren. Wir müssen endlich Wege finden, wie wir eine Gesundheitsversorgung hier tatsächlich gewährleisten können. Wir brauchen die Gesundheitskonferenzen kleinräumiger, sie müssen weiterentwickelt werden, und sie müssen partizipativ sein. Und wenn wir Krankenhäuser haben, die Überschüsse erzielen und diese dringend brauchen, um die Investitionen zu tätigen, dann ist das eben auch falsch. Wir brauchen eine ganze Menge Dinge, die Sie in unserem Antrag nachlesen können, und es ist überfällig, dass die Landesregierung das ernst nimmt und sich damit auseinandersetzt und nicht rumläuft und Schauveranstaltungen im Land macht. Sie sollte lieber ihre Arbeit machen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Bartel von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag gute, flächendeckende Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Hessen gibt uns die Gelegenheit, vorzutragen, was diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen eben für die gute, flächendeckende Versorgung getan hat. Ich möchte einige wenige Punkte nennen und mit dem Schwerpunkt beginnen, Versorgung im ländlichen Raum. Im Doppelhaushalt 2018-19 werden erneut Mittel zur Förderung von Praxisgründungen und Übernahmen im ländlichen Raum eingestellt. In diesem Zusammenhang sind wir optimistisch, dass die Kassenärztliche Vereinigung nur vorübergehend aus dem Pakt zur Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung ausgestiegen ist. Wir bedauerten dies, gucken aber optimistisch in die Zukunft. Wer rausgegangen ist, muss auch wieder reinkommen. Meine Damen und Herren, dort, wo Praxisnachfolgen nicht erfolgen, wollen wir medizinische Versorgungszentren finanziell unterstützen. Auch hier werden 1,5 Millionen € in den Haushalt eingestellt. 3,6 Millionen € werden für Gemeindeschwestern ausgegeben. Sie steigern auch neben vielen anderen Aufgaben
die Qualität der medizinischen Versorgung durch die Hausärzte. Die 6 Millionen € für E-Health kommen zu ganz großen Teilen dem ländlichen Raum zugute, denn sie fördern die Kommunikation zwischen den behandelnden Hausärzten, Kliniken, Fachärzten und medizinischem Assistenzpersonal. Das erhöht die Qualität. Wir befürworten die Aussagen im Koalitionsvertrag in Berlin zur Versorgung im ländlichen Raum und werden dies bei der Umsetzung tatkräftig unterstützen. Das betrifft besonders die vollständige Aufhebung von Zulassungseinschränkungen im ländlichen Raum und die Möglichkeit der KV, noch kleinräumiger zu planen. Es war seinerzeit Hessen gewesen, das die Verkleinerung der Zulassungsbezirke politisch auf Bundesebene angestoßen hat. Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ist und bleibt für uns der wichtigste Schwerpunkt der Gesundheitspolitik der Landesregierung und der Sie tragenden Fraktion. Kommen wir zu den Investitionen in unseren Kliniken. Das Land Hessen hat die Investitionsförderung von Einzelprojektförderung zur Pauschalförderung in 2016 umgestellt. Die Kliniken können jetzt in eigener Verantwortung und zeitnah investieren. Vorher mussten die Kliniken oft mehrere Jahre auf die Bewilligung einer Förderungsmaßnahme warten. Nun zu den Zahlen. Es werden jährlich 250 Millionen € für die Pauschalförderung in den Haushalt eingestellt. 250 Millionen €. Hinzu kommen die Investitionen in die Universitätskliniken. Hinzu kommen die Sonderprogramme der Wirtschafts- und Investitionsbank Hessen, die für Kliniken entwickelt wurden. Ich erinnere auch daran, dass in der Übergangsphase von der Einzel- in die Pauschalförderung zusätzlich in 2015 120 Millionen € für die Kliniken bereitgestellt wurden, die längere Zeit auf eine Einzelförderung gewartet haben. Im Antrag von Ihnen wird nun eine Investitionsquote von 10% der Umsätze der Kliniken gefordert. Die Umsätze betragen größenordnungsmäßig 5 Milliarden € in Hessen. 10% wären also 500 Millionen €. Fassen wir nun alle Zuschüsse zusammen und bedenken wir, dass bei der Pauschalförderung diese als Sicherheit bei Banken hinterlegt werden können und zu Pauschalförderung aus kommenden Jahren vorgezogen werden können, und dann ist es möglich, eine solche Quote von 10% auch zu erreichen. Das heißt, wenn die Kliniken entsprechende Pläne haben und dies als sinnvoll ansehen, besteht durchaus eine Möglichkeit, 10% der Umsätze zu investieren, um die Versorgung weiterzuentwickeln. Wir haben durch unsere Programme und die Entscheidungsfreiheit der Kliniken durch Pauschalförderung die Voraussetzungen geschaffen, dass die Kliniken in die Zukunft ihrer Häuser investieren können und dass die Investitionsstaus aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ausgeglichen werden können. Meine Damen und Herren, kommen wir zur Aus- und Weiterbildung des Personals in den Kliniken, des ärztlichen Personals und des Pflegepersonals. Wir haben schon in der Vergangenheit besonders Aus- und Weiterbildung im ländlichen Raum gefördert. Wir förderten Pflichtpraktika während des Studiums im praktischen Jahr. Wir haben Lehrstühle an den Universitäten Frankfurt und Marburg eingerichtet und weiterentwickelt, die die jungen Menschen für den ländlichen Raum und für die Allgemeinmedizin interessieren sollen. Das hat bereits auch Erfolge gezeigt. Und wir halten ist auch weiterhin für richtig, um jetzt auf den Pflegebereich überzugehen, dass die Generalistik, die generalistische Ausbildung Altenpflege, Krankenpflege jetzt auch umgesetzt wird. Das erhöht ebenfalls die Qualität der Versorgung
im Bereich der Pflege, denn die Altenpfleger sollen mehr medizinische Kenntnisse haben und die Krankenpfleger mehr Kenntnisse und Erfahrung sammeln, wie man mit geriatrischen Patienten umgehen kann. Das sind alles Dinge, die wir gefördert haben und die wir auch auf Bundesebene vorangetrieben haben. In diesem Zusammenhang halten wir es auch für richtig, dass jetzt auf Bundesebene beschlossen worden ist, den Faktor Kosten für das Pflegepersonal aus den DRGs herauszurechnen und wieder die einzelne Pflegeeinheit bedarfsgerecht zu bezahlen. Das sind auf Bundesebene etwa 15 Milliarden €. Auch hier werden wir bei der Umsetzung mit Rat und Tat und Aktivitäten zur Seite stehen. Das heißt, neben dem Punkt Versorgung im ländlichen Raum ist die Investition, die Förderung der Investitionen der Krankenhäuser ein zweiter Schwerpunkt unserer Politik des Landes, der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Und Hessen war im Ländervergleich immer schon sehr weit vorne gewesen, und wir werden dies auch weiterhin voranbringen. Abschließend ein paar wenige Bemerkungen hier zu den Anträgen zur Situation der Krankenhauslandschaft im Rheingau-Taunus-Kreis. Also, ich möchte hierzu einige wenige Feststellungen machen. Die wichtigste Feststellung ist, die Landesregierung beschließt nicht über Weiterbetrieb oder Schließung eines Krankenhauses. Das ist nicht die Aufgabe eines Krankenhauses, der Landesregierung. Es wird einzig und allein geprüft, ob nach Richtlinien des Bundes auf Bundesebene die Versorgung weiterhin sichergestellt ist. Und man muss sich an diese Kriterien halten, und dies ist auch so getan worden. Natürlich haben wir durchaus Verständnis dafür, dass sich Menschen Sorgen machen, wenn ihr Krankenhaus geschlossen wird. Und wir müssen auch Antworten finden, wie die Versorgung hier weiter sichergestellt wird. Aber die Schließung eines Krankenhauses, das ist nicht eine Entscheidung des Landes und des Sozialministers. Und wenn Sie das dann auch noch mit ideologischen Dingen hier verknüpfen wollen, mit privater Trägerschaft, so darf ich nur daran erinnern, dass bei der letzten Debatte über Schließung eines Krankenhauses im Odenwald es um ein Krankenhaus ging, das in frei gemeinnütziger Trägerschaft war. Also dies miteinander zu verbinden, das passt einfach nicht, meine Damen und Herren. Wir werden weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um die medizinische Versorgung weiterzuentwickeln, und zwar auf Landesebene in unserer Verantwortung und durch entsprechende Umsetzung der Maßnahmen, die jetzt auf Bundesebene beschlossen worden sind, die wir sehr befürworten, wo wir große Chancen sehen. Aber es muss auch umgesetzt werden, und wir werden dies weiter sehr aufmerksam begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders für die FDP-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich hätte ja gerne weiter den Fachpolitikern, dem Kollegen Dr. Bartel, gelauscht. Das ist ja so tief wie Sie in der Sache, bin ich im Leben nicht. Ich darf aber den Kollegen Rock an der Stelle vertreten, der jetzt ab heute Mittag leider verhindert ist. Meine Damen und Herren, DIE LINKE hat in ihrem Antrag ja sicherlich einige Problemfelder skizziert.
Ich glaube, bei den Problemen ist es durchaus gar nicht unstreitig. Alleine wir als Freie Demokraten würden in der Lösung ganz andere Ansätze finden als das, was die Linksfraktion hier uns vorschlagen will. Meine Damen und Herren, eine Verstaatlichung oder gar Rückführung in öffentliche Hand führt nicht automatisch zu einer automatischen Verbesserung des Gesundheitssystems. Das haben wir, wenn wir ein bisschen mal zurückdenken, nehmen wir mal den Pflegebereich. Wenn Sie sich noch an Zeiten erinnern, vor 10, 20 Jahren, nehmen wir mal die Zeit, wo es überhaupt die Pflegeversicherung noch nicht gab, wie dann Pflegeheime, Altenheime damals ausgesehen haben und wie Sie sehen können, seitdem Private dort mit eingestiegen sind, welche qualitative Verbesserungen es dort in dem Bereich gegeben hat. Meine Damen und Herren, ich glaube, dann darf es eigentlich keinen Zweifel mehr geben, dass dieses Zwei-Säulen-Modell absolut richtig ist und sich auch bewährt hat. Meine Damen und Herren, das sieht bei den Krankenhäusern auch nicht so sehr viel anders aus. Wir hatten viele Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft, die wirtschaftlich einfach nicht mehr darstellbar waren. Da hat es auch nicht geholfen, dass das Land mit einem Krankenhausentwicklungsplan versucht hat, steuernd einzugreifen, dass man versucht hat, mal einzelne Fachbereiche miteinander abzustimmen, dass sich Krankenhäuser nicht kannibalisieren. Meine Damen und Herren, das Problem der Krankenhäuser war vielfältig, war nicht eines, aber es ist mit Sicherheit nicht die Frage, ob es in privater Trägerschaft oder in kommunaler Trägerschaft geführt wird. Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten bleiben ganz klar bei dem Zwei-Säulen-Modell, einmal einer privaten Krankenversicherung, aber auch einer gesetzlichen Krankenversicherung. Ich finde das, was Sie in Ihrem Antrag dann aufreißen mit der Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung. Es hört sich ja immer so nett an. Die Bürgerversicherung ist sozusagen für alle da. Aber bei der Frage Bürgerversicherung müssen Sie natürlich auch irgendwann einmal die Frage beantworten, was sollen denn die Leistungen sein, die solch eine Bürgerversicherung bringt. Was ist denn der Leistungskatalog? Was steckt denn dahinter? Was soll denn tatsächlich alles damit ausfinanziert werden? Und dann kommt die nächste Frage. Von wem bezahlt? Was Sie an der Stelle immer verschweigen, würde man diesen Paradigmenwechsel wirklich vornehmen, müssten Sie auch vor die gesamte Beamtenschaft zum Beispiel hingehen und sagen, liebe Leute, das, was ihr an guter medizinischer Versorgung habt, das können wir euch so nicht mehr garantieren. Ihr müsst jetzt auch in eine gesetzliche Bürgerversicherung eintreten. Ich wünsche angenehme Verrichtung. Sie müssten auch allen, die jetzt ja sozusagen nicht in dem System der gesetzlichen Krankenversicherung sind, sagen, welche Leistungen sie zukünftig denn erhalten sollen. Meine Damen und Herren, was ist denn mit der Familienversicherung? Wie soll denn das ausfinanziert werden? Dann hat zukünftig jeder auch den Anspruch auf die Familienversicherung. Und, meine Damen und Herren, natürlich sind es ja auch Beiträge, das sind Rücklagen in die private Krankenkasse, in die Krankenversicherung eingezahlt worden. Was machen Sie mit diesen Rücklagen und vor allen Dingen, was machen Sie mit den Ansprüchen, die ja die Versicherten aus diesen Rücklagen haben? Wie wollen Sie damit umgehen? Diese Fragen bleiben Sie alle schuldig, immer dann, wenn Sie sagen, die Bürgerversicherung, das ist jetzt das alleinig Seligmachende. Meine Damen und Herren, wo das hinführt, sehen Sie in England. Also, wenn Sie ein Beispiel haben wollen, wie eine Zweiklassenmedizin dann tatsächlich entsteht, dann nehmen Sie so ein Beispiel wie in England, wo Sie sozusagen eine staatlich finanzierte Grundversorgung haben. Und was anderes wäre die Bürgerversicherung nicht. Und alle die Menschen, all diejenigen, die es sich dann leisten können, gehen dann entweder ins Ausland oder bezahlen ihre Dinge dann sozusagen privat aus der eigenen Tasche. Ob das das richtige Modell ist, das möchte ich mal arg bezweifeln. Und nicht zum Schluss haben natürlich viele niedergelassene Ärzte und auch Krankenhäuser. Funktioniert es auch tatsächlich nur noch so, dass sie eine Arztpraxis aufrechterhalten können, weil sie eben zwei
Säulen haben, aus denen sich so ein Arzt auch heute noch finanzieren kann. Alleine mit einer Bürgerversicherung. Wir haben jetzt schon das Problem, dass vor allen Dingen junge Männer als Mediziner, als Absolventen kein Interesse mehr daran haben, sich als normaler allgemeiner Mediziner irgendwo niederzulassen. Die gehen lieber in die Pharmaindustrie. Diesen Effekt würden Sie damit noch verschärfen, meine Damen und Herren. Das können Sie nicht wegdiskutieren, es sei denn, Sie machen einfach die Augen zu vor den eigentlichen Problemen. Wenn jetzt die Frage, ist, wie sollen wir denn tatsächlich die Probleme im ländlichen Raum angehen? Ich finde das auch herzallerliebst, wenn man sich dann tatsächlich mal mit dem Problem, wenn eine Gemeinde einen Facharzt sitzt, verliert, weil der Arzt aufhören muss. Und diesen Facharzt sitzt nicht so per se sofort einen Nachfolger dafür finden kann. Ich sage für uns als Freie Demokraten, es kann nicht die Lösung sein, dass wir über das Anbieten von MVZs, die angeschlossen sind bei Kliniken, es dazu kommt, dass sozusagen das Klinikum als Staubsaugerfunktion die Patienten aufnimmt, um einen abrechenbaren Sitz, Kassenarztsitz zu haben. Meine Damen und Herren, da sehe ich das größte Problem drin. Da werden wir die Probleme oder die Versorgung im ländlichen Raum nicht mit aufrechterhalten können. Und es wird auch nicht darum gehen, dass, wenn die eine Gemeinde den Kassenarztsitz im ländlichen Raum von einer anderen Gemeinde im ländlichen Raum abzieht, aber sozusagen die oberzentralen Funktionen nicht wiedergespiegelt werden, meine Damen und Herren, dann kannibalisiert sich der ländliche Raum am Ende selber für die medizinische Versorgung, für die nahe zeitliche Versorgung der Patienten vor Ort, hat das dann leider keinen Vorteil. Jetzt ein gutes Beispiel für die Probleme der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist tatsächlich die Diskussion um die Schließung des Krankenhauses in Bad Schwalbach. Zwar behauptet die Landesregierung, dass die Versorgung auch nach der Schließung gewährleistet sei. Fest steht aber auch, dass sich die Gesundheitsversorgung vor Ort auf jeden Fall insbesondere für die nicht mobilen und chronischen Kranken verschlechtern wird. Wir hoffen daher, dass auch durch die Bemühungen der Landesregierung die Schließung noch zu verhindern ist bzw. die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum dort vor Ort aufrechterhalten werden kann. Es sind viele Ankündigungen der Landesregierung. Sie muss dann aber auch Taten folgen lassen. Wir werden insbesondere deswegen dem Antrag oder dem Antrag der LINKEN uns nur enthalten, weil Sie in Ihrem Antrag zwar das Problem richtig beschreiben, aber dann wieder auf eine Verstaatlichung setzen. Das kann es bei Weitem, das kann mit Sicherheit nicht die Lösung sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Dr. Sommer von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der LINKEN ist ein Rundumschlag zur Gesundheitsversorgung, passend zu unserer Großen Anfrage im Januarplenum. Das ist gut, weil es erneut thematisiert, dass wir eine dringende Zukunftsaufgabe zu bewältigen haben und dass es ganz viel Handlungsbedarf gibt. Sie schreiben, Gesundheit ist ein hohes Gut, und Schopenhauer sagte schon, Gesundheit ist gewiss nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Deswegen fordern wir den Zugang zur Versorgung und dass jede und jeder vom medizinischen Fortschritt profitiert, egal ob er in der Stadt oder im Land lebt. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse, und da gehört eine öffentliche Daseinsvorsorge, für die auch das Land zuständig ist, dazu. Sie, die öffentliche Daseinsvorsorge, ist die tragende Säule des Sozialstaates. Ziel und Sinn ist dabei, Dienste, so auch im Gesundheitswesen, die für ein menschenwürdiges Leben erforderlich sind, flächendeckend anzubieten, damit sie jeder erreichen kann.
Deswegen fordern wir auch erneut einen gesamten Plan, einen Masterplan. Wir müssen die Angebote und Bedarfe ermitteln, schauen, wo was fehlt, und schauen, wo es noch Nachholbedarf gibt. Die Landesregierung sagt immer, hier in Hessen ist alles gut. Und da könnte man denken, wir haben gar keine Probleme. Aber, meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Die stationäre ambulante Versorgung, deren Sektorenübergreifung noch in den Kinderschuhen steckt, auch Apotheken und andere Gesundheitsangebote haben Probleme. MVZs gibt es noch nicht allerorts. Und last but not least brauchen wir dringend eine bedarfsorientierte Krankenhausplanung. Die fehlt. In diesem Zusammenhang fordern wir keine Pauschalen nach dem Gießkannenprinzip, sondern eine verlässliche Investitionsförderung. Bundesländer, so auch Hessen, kommen ihrer Pflicht zur Finanzierung der Krankenhäuser seit Jahren unzureichend nach, meine Damen und Herren. Krankenhäuser decken ihre Investitionskosten zum Teil aus den Erlösen der DRGs. Das Resultat sind oftmals verschuldete Kliniken, fehlendes Personal, Anstieg unnötiger OPs. Damit leidet nicht nur die Qualität des Krankenhauses, sondern das gefährdet auch die Patienten. Die Landesregierung sollte deswegen ihr Finanzierungskonzept überdenken. Ich möchte auch kurz auf die Schließung in Bad Schwalbach der Helios-Klinik eingehen. Wir wollen auch, dass die Helios-Klinik ihre öffentliche Verantwortung übernimmt, die Helios-Klinik eben nicht schließt. Wir wollen aber nicht, dass das auf kommunale Verantwortung verschoben wird. Wir respektieren die Hoheit der Kreisgremien. Und es gibt auch eine Resolution des Kreistages, wo alle Fraktionen gemeinsam so abgestimmt haben und selbst entscheiden sollen, was mit dem Krankenhaus passiert. Deswegen werden wir uns auch bei den LINKEN enthalten, aber der CDU nicht mitstimmen. Vielleicht sollten die CDU-Abgeordneten, die ja auch im Kreistag teilweise sitzen, noch einmal ihre Resolution selber durchlesen, meine Damen und Herren. Auch die Kritik an der Landesregierung bleibt. Die Landesregierung, das Sozialministerium, hat den Kreis zu spät informiert. Hätte man das früher gemacht, hätte der Kreis vielleicht anders reagieren können und noch mehr Einfluss nehmen können, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, CDU und Grüne postulieren, sie wollen den ländlichen Raum stärken, und dann wird ein Krankenhaus geschlossen, wo bei schlechter Witterung das nächste gar nicht in 30 Minuten erreichbar ist. Und vom Ministerium wird dann geäußert, dass sie das anders sehen. Das nächste Krankenhaus mit Notfallversorgung sei in 30 Minuten erreichbar. Das sehen die Bürgerinnen und Bürger anders. Und auch mit den Kollegen waren wir Montag beim Marburger Bund. Selbst da hat man gesehen oder gehört, es fehlen dann Betten. Die Notfallversorgung wird zum Problem werden, und deswegen reden Sie sich nicht raus. Das gehört zur Daseinsvorsorge. Übernehmen Sie Verantwortung, meine Damen und Herren. Hinzu kommt, und das kann man in letzter Zeit oft in der Presse lesen, das Problem, dass stationäre Notaufnahmen klagen, sie seien unterfinanziert. Die Zahl der Notaufnahmen steigt. Zwischen 2005 und 2015 ist die Patientenzahl von 13 Millionen auf 25 gestiegen, also fast doppelt so viel. Das Personal aber hält nicht mit. Wichtig wäre hier Modellprojekte, wo gemeinsame Leitstellen von Rettungsdienst, Notruf und ärztlichem Bereitschaftsdienst gemeinsam funktionieren, dass man das etabliert oder auch die Portalpraxen, damit nämlich Patienten dort behandelt werden, wo ihre Fälle am besten aufgehoben sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich den Kreisbrandinspektor Biederbick aus Waldeck-Frankenberg aus der HNA zitieren. Der sagt nämlich, Politiker reden immer davon, wir hätten zu viele Krankenhäuser und zu viele Krankenhausbetten. Das kann ich nicht verstehen. Und das sagt er, weil kürzlich ein Patient von der Bergstraße auf der Intensivstation nach Korbach gebracht werden musste, weil im südlichen Teil Hessens keine Intensivbetten mehr frei waren. Und, meine Damen und Herren, das ist einmal quer durch Hessen, und das ist unzumutbar. Was will ich damit sagen? Die Notfallversorgung muss reformiert werden, und wir brauchen eine integrierte Notfallversorgung. Das sagen auch die Experten. Setzen Sie sich mit diesen zusammen, Herr Minister, und handeln Sie.
Schließlich möchte ich auf das Personal eingehen. Es fehlt an allen Ecken und Kanten, in der Pflege, bei den Ärzten, bei den Hebammen, bei den Apothekern, um nur einige zu nennen. Das begründet sich vor allen Dingen auf die Arbeitsbelastung und die Arbeitsverdichtung. Wir wollen Personalmindeststandards. Wir wollen, dass die in der Pflege Tätigen wieder mehr Zeit für ihre Patienten haben. Auch Ärzte wünschen sich zu drei Viertel mehr Zeit für ärztliche Tätigkeiten und sagen, sie hätten zu wenig Zeit im Patientenkontakt. Die Beschäftigten müssen aber immer in einem Hamsterrad arbeiten, und sie beschweren sich über die kontinuierliche Überlastungssituation. Wir wollen, dass Arbeitsschutz eingehalten wird, dass Gefährdungsanalysen umgesetzt werden, dass man sie überhaupt erst macht, denn die finden fast kaum oder gar nicht in Krankenhäusern statt. Aber so könnte man Missstände aufdecken und Arbeitsverhältnisse verbessern. Wir brauchen die Entbürokratisierung. Wir brauchen mehr Medizinstudienplätze. Wir wollen ein Sozialpraktikum, das Jugendliche, potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich frühzeitig für einen solchen Beruf entscheiden können. Und das sind nur wenige Maßnahmen, die ich nennen möchte, damit Sie nachher nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir hätten keine Ideen und Vorschläge, meine Damen und Herren. Und die Überlastungssituation, um auf die noch einmal zu sprechen zu kommen, es gibt entsprechende Anzeigen. Allerdings streitet die Landesregierung ab, dass es solche gebe, bzw. sagt, sie hätte, weiß davon nichts. Eine Landesregierung, die sich für Beschäftigte und damit für Patienten interessieren würde, würde dies nicht abstreiten, sondern würde Missstände aufklären und handeln. Und übrigens, für die Hebammen trifft selbiges zu. Ich bin froh, dass nach unserem Druck hier im Parlament, aber auch durch die Sozialpartner endlich etwas passiert und man nicht mehr nivelliert, dass es keinen Hebammenmangel in Hessen gibt, meine Damen und Herren. Und man könnte so weitere Gesundheitsthemen anführen, die wir diskutieren und optimieren müssen, aber das würde die Redezeit sprengen. Ich will aber zum Schluss noch einmal auf Ihre Roadshow zu sprechen kommen, Herr Minister. Ob Gemeindeschwestern in Lich, Medizentrum, Falkeneck, Landpartie 2.0, das sind alles tolle Ideen und Projekte. Das stimmt. Aber es ist weder die Idee der Landesregierung noch die alleinige Verantwortung von ihr. Im Rahmen der Roadshow sagten Sie, eine Gesundheitsversorgung ist eine der großen Zukunftsaufgaben. Deswegen meine Frage heute, was macht die Landesregierung originär? Was machen Sie? Wir sind sehr gespannt und freuen uns deswegen auf Ihren Redebeitrag. Und auch Ministerpräsident Bouffier sprach in Dillenburg davon, ich zitiere aus der Wetzlarer Neuen Zeitung, am Ende sollten wir uns fragen, wer zuständig, nicht fragen, wer zuständig ist, sondern wer die Aufgaben löst. Sie als Landesregierung haben Verantwortung, Gesundheitsversorgung als Daseinsvorsorge umzusetzen und vorzuhalten. Ellen Kay hat gesagt, die beste Möglichkeit, die Zukunft voraussagen zu können, ist es, diese selbst zu erfinden. Es gibt viel Handlungsbedarf, um die Zukunft zu gestalten. Wir brauchen einen Masterplan, der alle gesundheitlichen Angebote umfasst und die Gesundheitsversorgung zukunftsfest macht. Reden Sie nicht um die Probleme herum, packen Sie diese an. Viele Ideen und Möglichkeiten. Sie müssen bitte zum Ende kommen, ich komme zum Schluss, habe ich Ihnen aufgezeigt. Seien Sie sich sicher, wir werden es anpacken im nächsten Jahr. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer.